Westfalen und Rheinland-Pfalz versinken in einer Jahrhundertflut. Die Bilanz: zahllose zerstörte Häuser, Menschen, die Hab und Gut verloren haben, manche auch ihr Leben. Circa 13 Milliarden Euro Schäden allein in Nordrhein-Westfalen. Der Wiederaufbau wird lange dauern. Der Herbst und der Winter stehen vor der Tür, aber so schnell werden manche Häuser nicht bewohnbar werden. Die Flut ist eine Naturkatastrophe, ja. Und solche ereignen sich immer wieder. Aber das Ausmaß und die Häufigkeit solcher Katastrophen, darin besteht kein Zweifel, werden sich mit dem Klimawandel verstärken. Die Folgen ereignen sich bereits jetzt vor unserer Haustür. Dass wir ein beherztes Handeln der Politik dringend benötigen, ist augenfällig. Aber was fällt unserem grinsenden Ministerpräsidenten, der Deutschland so regieren will wie Nordrhein-Westfalen, dazu ein? Wegen einem Tag ändert man nicht seine Politik. Das ist die Haltung unserer Landesregierung. Wie viel muss eigentlich noch passieren, bis Sie, Herr Laschet, verstehen, dass Sie Ihre Politik schon längst hätten ändern müssen? Wenn Sie jetzt kurz vor der Wahl noch auf den grünen Zug aufspringen wollen, weil Ihre Wahlstimmen in der Flut dahingeschwommen sind, dann glaubt Ihnen und der CDU das keiner. Für eine klimagerechte Zukunft, in der auch die junge Generation noch Entwicklungsperspektiven und eine Zukunft hat, ist Ihre CDU keine Option. Und dabei ist die Situation des Klimas laut 6. Weltklimabericht des IPCC so schlecht wie nie zuvor. Der von Wissenschaftlern aus aller Welt erarbeitete Bericht wurde Anfang August veröffentlicht. Demzufolge steuert die Erde derzeit bis 2100 auf eine Erwärmung von mindestens 3 Grad zu. Die Projektion der ExpertInnen gehen davon aus, dass Ozeane, Wälder und Moore nur noch sehr verlangsamt steigende CO2-Emissionen aufnehmen können. Die Erwärmung des Ozeans, das Abschmelzen der Eisschilde und der Anstieg des globalen Meeresspiegels sind nicht mehr aufzuhalten. UN-Generalsekretär Guterres sagte zu dem Bericht: Dieser Bericht muss die Totenglocke für Kohle und fossile Brennstoffe läuten, bevor sie unseren Planeten zerstören. Die G20-Staaten haben sich im Juli in Neapel getroffen, einmütig, unverbindlich. Sie haben sich zwar zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens bekannt, das war es aber auch schon. Auf eine konkrete Formulierung, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, wie im Paris-Abkommen von 2015 vereinbart, konnten sich die G20-Staaten in Neapel leider nicht einigen. Um ein Bekenntnis zum Kohleausstieg wurde ebenfalls gerungen. Am Ende gab es auch hier keine gemeinsame Position für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung und für das Ende der Subventionierung des klimaschädlichsten Energierohstoffs. Einige Länder wollen das bis 2025 verwirklichen, andere lehnen dies ab. Wenn Guterres sagt, dieser Bericht muss die Totenglocke für Kohle und fossile Brennstoffe läuten, bevor sie unseren Planeten zerstören, dann sind die G20-Staaten soeben dabei, die Totenglocke für das Pariser Klimaziel zu läuten und die 1,5 Grad in den Kohlestollen zu beerdigen. Dazu die latest news. Diese Woche Mittwoch hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass die Räumung des Hambacher Walds im Herbst 2018 illegal war. Die Begründung der Landesregierung, dass die Räumung aufgrund von Brandschutzvorschriften notwendig sei, sei nur vorgeschoben gewesen. Letztlich, so das Gericht, habe die Aktion der Entfernung von Braunkohlegegnern aus dem Hambacher Wald gedient. Dies hatte ja Armin Laschet in einem Videomitschnitt auch schon mal selbst so formuliert. Ja, ich brauche einen Vorwand, sonst kann man doch nicht tätig werden. Ich wollte den Wald räumen. Und was brachte das mit sich? 31.000 PolizistInnen aus ganz Nordrhein-Westfalen, 3 Wochen lang im Einsatz, 50 Millionen Euro Steuergelder verschwendet. Ein Mensch verlor dabei sein Leben. Im Moment gibt es einen Hungerstreik von jungen Menschen in Berlin. Immer wieder hört man das mit dem 1,5-Grad-Ziel. Das haben jetzt alle kapiert. Nein, leider nicht. Denn wenn es so wäre, hätten die G20 verbindliche Maßnahmen zur Erreichung des Klimazieles zumindest versuchen sollen zu vereinbaren. Alles nur Lippenbekenntnisse, seit Jahren schon. Angesichts dieses doch zunehmend zynischen Agierens sehen 7 junge Menschen keinen anderen Ausweg mehr,
als in einen unbefristeten Hungerstreik zu treten. Seit dem 30. August streiken sie in Berlin. Sie sagen, wir sind jung, aber wir sind bereit, unser Leben zu riskieren. Wir schätzen das Leben und wir wollen nicht sterben. Korruption und Machtkonzentration in den Händen weniger rauben uns jede Hoffnung auf Wandel. Mit dem Ausverkauf unserer Zukunft wird jede Minute Profit gemacht. In diesem Moment geht es um Leben und Tod für die junge Generation. Wir Parents for Future Köln sind tief berührt und besorgt über die Aktion von 7 jungen Klimaaktivistinnen in Berlin, die in einen unbefristeten Hungerstreik getreten sind, um auf den aus ihrer Sicht desaströsen Weg der mangelhaften Klimapolitik in unserem Land aufmerksam zu machen. Wir verstehen diese Aktion als deutlichen Ruf an die Politik und die Gesellschaft, sich für effektive Maßnahmen zur Erhaltung unser aller Lebensgrundlagen einzusetzen und in den Austausch mit der jungen Generation zu gehen, die vom etablierten politischen Willensbildungsprozess weitgehend ausgeschlossen ist, aber die längste Zeit ihres Lebens mit den Folgen der Klimakrise wird leben müssen. Wir rufen alle Verzweifelten auf, sich miteinander zu solidarisieren, zu protestieren, das Gespräch mit der Politik, Wirtschaft und gesellschaftlichen AkteurInnen zu suchen. Den Hungerstreikenden wünschen wir die Kraft und den Mut, ihren Protest mit Augenmaß durchzuführen. Wir brauchen euch gesund, ihr seid nicht allein. Wir kämpfen weiter. Es gibt auch einen Lichtblick, nämlich eine Petition der Parents for Future Köln, die eingebracht wurde in den Landtag zur Überprüfung und Überarbeitung der Braunkohleplanung in Nordrhein-Westfalen. Diese Petition kann gern über die Seite des Landtags unterstützt werden. Und wie das geht, erfahrt ihr in unserem Blog Kölle for Future. Der Ausblick: Zukunft ohne Zukunft. Mit diesem Titel gibt es einen Klimatalk an der Volkshochschule Lindenthal am 21. September um 19.30 Uhr. Und dann, ich glaube, einer der wichtigsten Termine dieses Jahr überhaupt, 24. September, der globale Klimastreik. Um 12 Uhr geht's los. Seid alle dabei. Ihr findet alle Infos dazu im Netz. Vielen Dank. Um 13 Uhr geht's weiter mit Musik. Bis dahin. Thank you.